Fabian, willkommen zurück zu einem neuen Video. Und da ich das Intro verkackt habe, beziehungsweise gar kein Intro gemacht habe, sitze ich hier Sonntagabend komplett vercrackt wieder vor meinem Rechner, während ich dieses Video schneide und gemerkt habe, dass ich kein Intro gedreht habe. Deswegen begrüße ich euch jetzt zum Wochenende. Und es ist tatsächlich wieder sehr viel los auf den Straßen von Deutschland. Ich war für euch unterwegs auf den Straßen von Deutschland. Ihr bekommt wieder Auszüge aus dem Leben hier in Ostdeutschland. Es war sehr nice. Also starten wir ins Video. Let's go! Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann checkt unten in der Videobeschreibung den neuesten Song aus. Das Event. 14.05. Flugplatz Eilstedt. Car Meet. Viertelmeile. Drift. Es ist alles am Start. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr Tickets kauft. Okay, let's go. Leute, wir werden jetzt in dieses Kfz einsteigen. Ich habe einen Querlenker gewechselt, wie im letzten Video schon gesehen. Und mein Lenkrad steht einfach komplett schief jetzt. Das muss ich lösen, denn mein Lenkrad steht auch schief. Und zwar genau so. Nicht so lecker. Ohne Vorwarnung? Das habe ich aufgenommen. Yeah! Aber was ist hier los? Tuning-Treffen. Hi! Hey, was geht? Kevin ist ja auch hier. Witzig. Ja Leute, sowas passiert hier, wenn am Wochenende irgendwer fragt, was geht. Und was passiert und wie und wo und was. Was haben wir denn hier? Ein Stinger. Angie! Gas weht. Dein Auto ist kaputt. Nein, niemals. Das muss so sein. Wir werden jetzt hier parken, ob ihr wollt oder nicht. Er hat immer noch keine Spurplatten. Hauptsache Folierung und keine Spurplatten. Hey, stehen bleiben. Warum hast du immer noch keine Spurplatten? Immer noch keine Spurplatten. Ja, komm nicht dazu. Immer noch keine Spurplatten. Zeit. Keine Zeit, du musst einfach nur im Internet bestellen. 22 Uhr geht's nach. Sag das nicht. Ja. Da wird eskaliert. Immer noch keine Spurplatten. Ja. Du musst einfach nur bestellen. Ja. Einfach nur bestellen. Demnächst. Leute, also heute ist schon wieder absolut krank. Großes Tuning-Treffen hier. Hier sind schon wieder 8 Millionen Menschen. Du mal, Kevin, der Super Kevin, der hat nämlich schon wieder seine Supra zerstört. Nein, schon wieder Motor kaputt. Was machst denn du da? Achso, ich dachte jetzt, du sprühst deine Felge an. Ich wollte neue Lack drauf machen. Ja, was geht? Du immer, ja. Der stand. Ja, seit unserem letzten Video. Ja? Stand der. Supra ist schon wieder kaputt, ja? Ja, was heißt schon wieder? Die war ja von Anfang an kaputt. Ja, gut, halt aber wie kaputt wusstest du ja nicht. Wie kaputt wusste ich nicht. Als ich hier Kolben gezogen habe, ist halt alles zerbröselt. Nein. Ich mach die Fotos kurz rein und dann wisst ihr, was mit der Super passiert ist. Du hast gesagt, 10.000 muss jetzt wieder rein. Ja, so 10.000 ungefähr der Motoraufbau, ja. Also der ist wirklich krank. Ja. Aber schön, dass du das Ding noch hast. Deswegen, das Horizon-Treffen wäre, ist eigentlich meine Deadline. Bis dahin will ich okay. Willst du dann Meile fahren? Ja. Ja? Unbedingt. Ich guck mal, ob alles hält, weißt du? Es kann natürlich auch sein, dass es einmal knallt und dann... Dann ist wieder am Arsch? Muss ich Öl wischen, aber... Ja. Nicht nur Tuning-Treffen, das ist Tuning-Treffen mit Viertelmeile und Drift. Also da kann sich jeder anmelden, jeder kann fahren. Selbst dieser Typ mit seinem A3 mit 1,5 Litern kann da fahren. Jeder kann fahren. Das ist einfach nur zum Spaß. 60 Euro kostet das Ticket für Driften oder für Viertelmeile. 100 Euro, dann kannst du alles machen. Das ist komplett Package. Oder du kommst nur als Besucher, zahlst 15 Euro oder 25 Euro Car Meet only. Ach genau, Drift-Taxi haben wir noch. Das könnt ihr auch noch machen. Es wird sehr lustig. Wir haben DJs am Start. Wird nice. Wird nicht so, wird keine Anti-Drip-Haltung hier auf anderen Tuning-Treffen. Ich finde so, ihr wisst es selbst, auf den meisten Tuning-Treffen läuft irgendwelcher komischer Deep House, deutscher Deep House, Schlager Deep House und darauf habe ich keinen Bock. Da wird schön nice Mucke kommen. Das Ambiente wird nice, die Autos werden nice und das ganze Ding wird nice. Also seid am Start. Checkt das unten aus. Ich mach's nochmal in die Videobeschreibung und in die Comments. Impreza, Civic, alles was das Herz begehrt, haben wir heute hier. Der Opel-Fahrer.
Was geht? Nicht viel. Was mit deinem Winteropel? Das ist doch der Winteropel. Das ist der neue. Ach, das ist der neue? Corsa ist weg. Ach so, der Corsa ist weg. Können wir nochmal, wie viel ist dein Tuningwert machen mit Winterauto? Ja. Voll. Hast du das alles gemacht jetzt oder hast du den so gekauft? Ja, ich hab den Serie gekauft, ja. Naja, muss doch, oder nicht? Das machen wir nochmal später. Dann machen wir wieder, wie viel ist dein Tuningwert Winterauto Edition? Können wir machen. Ich hab mich schon gewundert. Ich dachte, das ist der. Aber was ist denn das hier? Ist das hier so ein... Ey, jetzt für den Winter in der Hoffnung, dass er dann schneller warm wird. Ja, weißt du, wem das Dinger gehört? Nein. Weißt du nicht. Müssen wir mal gucken. So ein Ding würde ich auch gerne mal fahren. Bin ich auch noch nicht gefahren. Würde ich gerne mal wissen. E55 AMG-Fahrer auch wieder am Start. Schön abgelegt, die Karre. André. Ja, schön tief gemacht, ja? Als du auf den Platz gefahren bist. Schön tief gemacht und aufgesetzt. Ja? Ja. Ich singe. Ja, ist richtig krass. Ich weiß auch gar nicht, wo die jetzt alle hierher kommen. Da uns an diesem Platz jetzt nun das Licht verwehrt wurde, fahren wir irgendwo anders hin und werden schauen, was da passiert. Die ganzen Autos fahren da. Sie sehen die schon. Oh, sehr lauter Golf. Das hätte ich heute nicht erwartet, so ein Aufgebot an Kfz vorzufinden. Keine Ahnung, was hier geht, warum das so viele Leute sind. Es ist absolut krank auf die Straßen von Deutschland. Hallo. Ich glaube, ich parke da mal mein Auto um. Ey, André, wo ist denn der andere André? Ey, fahren wir jetzt? Hast du? Ey, Nico wird jetzt so ge... Das war Nico. Holy shit! André, ja? Wir fahren mal bei dir mit. Pissen jetzt nicht alle schon wieder. Ich wäre jetzt einfach stehen geblieben. Jetzt darfst du noch mal erzählen, was du dir gegönnt hast. Ja, BMW E46. Ja. 325i. Mit allem drum und dran. Tieferlegung, ja, ne, Sportauspuff. Ja, suchen wir immer noch den Nico, der ist da gerade M-Paket, Facelift, SMG Schaltgetriebe. Mit allem drum und dran. BMW Individual. Ja, dann ist mal Kennzeichen dran, oder? Bist du jetzt nicht damit hier? Ja, gerade abgeholt vor na, so ist richtig. Ja, 2 Stunden ungefähr. Und jetzt, ja, die haben keinen, die haben... Wird er erstmal umgemeldet, angemeldet, damit alles safe ist. Achso, okay. Und dann passt das. Leute, was hier schon wieder los ist auf den Straßen von Deutschland, unglaublich. Auf jeden. Und hier ist gerade ein alter Kindheitsfreund von mir angekommen, der heißt Oleg, der sieht aus wie Flair. Ist ja wirklich so. Ey, Sven, Junge. Ey, schnellst du raus. Jetzt haben schon so viele zu ihm gesagt. Mit der G-Klasse mal Vorrollung. Jetzt zeig ich mal ein paar Matten. Also es sind aber auch sehr viele uninteressante Kfz, da muss man ganz ernsthaft sagen. Ne? Da hinten der 370Z von Leon. Der ist ja immer noch sehr interessant. Wir gehen mal dorthin und schauen, wie weit seine Reifen im Rathaus stehen. Da kommt Yannicks Hartz IV Golf. Der immer noch nicht weiterhin. Ich werde euch gleich vorhersagen, dass er seine Unterbodenbeleuchtung anschaltet. Ja. Ich wusste es. Jetzt gucken wir uns erstmal nochmal hier den 370Z an, Leute. Gucken uns den 370Z an und wie das Rad einfach im Radkasten verschwindet, Leute. Bam, da ist es weg. Ja. Gerade von der Polizei angehalten. Haben sie sich sehr innig mein Auto angesehen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich an meiner Motorsoftware was geändert habe. An diesem schönen 1,4er Vergaser. 34 Jahre alt. Dann musste ich ihnen erstmal erklären, dass ein Auto gar kein Motorsteuergerät hat. Kein Motorsteuergerät. Und am wichtigsten ist, es hat die Einzellen-Cut-Technologie. Die Einzellen-Cut-Technologie serienmäßig. Serienmäßig. Kleines Rennauto. Das erleben ist das. Dürfen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Und jetzt kommt das Techno. Komplett hässlich. Leute, und bevor das Video weitergeht, sage ich euch nochmal, ich bin DJ, Artist und Producer. Hier seht ihr ein paar Szenen aus meinem Normal DJ Life in den letzten paar Jahren. Checkt auch gerne mal unten die Links in der Videobeschreibung aus. Dort gibt es meine ganzen Songs auf Spotify, meine Musikvideos und meine DJ Mixtapes auf Soundcloud. Zieht euch das gerne rein. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Bleibt eiskalt auf den Straßen von Deutschland. Und Leute, damit wären wir beim Ende des Videos angekommen und ich muss an dieser Stelle ganz ehrlich mal Ostdeutschland loben dafür, dass wir hier noch ganz entspannt und normal und mit Moral Tuning betreiben können und nicht wegen jedem kleinen Scheiß stillgelegt werden, wo es auch einfach mal eine Mängelkarte gibt.
für ein zu tiefes Auto oder für einen zu lauten Auspuff oder was auch immer. Also danke auf jeden Fall an die ganzen Menschen hier in Ostdeutschland, die noch normal denken, an die Justiz, die hier eigentlich auch noch sehr human denkt in Bezug dazu. Dankeschön. Damit beenden wir das Video. Bleibt eist out auf den Straßen von Deutschland. Wir sehen uns im nächsten Video. Gute